22. Oktober wählt das Schweizer Volk ein neues Parlament. Aus dem Wahlkreis Willisau bewerben sich 5 Kandidierende um einen von den 9 Luzerner Sitz im Nationalrat. In vino veritas, im Wein liegt Wort, sagt man. Wird das auch bei unseren Politikerinnen und Politikern, die wir eingeladen haben, der Fall sein? Heute am Stammtisch die Grünliberalen mit dem Thiam Lüttow. Thiam Lüttow, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Mit welcher Politikerin oder welchem Politiker möchten Sie schon lange mal gerne ein Bier trinken? Ja, da gibt es ganz viele Personen, mit denen ich gerne ein Bier möchte trinken. Aber so mit Martin Bäumle, das würde mich interessieren. Mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Einfach so ein bisschen die Beweggründe erfahren, was so ausschlaggebend war, wieso er gefunden hat, jetzt muss er eine neue Partei gründen. Wieso, dass er die GLP hat ins Leben rufen wollte. Und in diesem Zusammenhang halt auch so ein bisschen Tiefs und Höchst, die er hatte. Was sind also die entscheidenden Momente für die Gründung? Das würde mich interessieren, ja. Sie arbeiten als Polizist in einem Teilzeitpensum. Sind Sie damit ein Exot oder ist das mittlerweile gang und gäbe bei der Polizei? Weder noch. Also sage ich jetzt mal, ich bin kein Exot, so würde ich mich nicht bezeichnen. Auf der anderen Seite ist es schon nicht gang und gäbe. Also sage ich jetzt mal, das Regelpensum ist nach wie vor 100%, also Vollzeit. Insbesondere bei den Männern, also bei den Polizisten, arbeiten wenig, soweit ich weiss, Teilzeit und wenn, vielleicht höchstens 90%. Meistens irgendwie im Zusammenhang mit Kinderbetreuung. Bei den Frauen sieht es anders aus. Dort ist Teilzeit ziemlich verbreitet. Dort kann man gut 50% arbeiten, ohne dass man den Status Polizistin verliert. Aber es ist halt schon so, dass in der Regel wird einfach angenommen, dass man 100% arbeitet als Polizist. Und es ist noch nicht so etabliert, dass man Teilzeit arbeitet. Aber ich sehe schon, dass es eigentlich ein Bedürfnis ist von vielen, vor allem von jungen Eltern, jungen Vätern, die gerne möchten, Kinderbetreuung wahrnehmen möchten. Auch in dem Sinne die ganze Gleichberechtigung so ein bisschen fördern mit Mann und Frau. Und das kommt irgendwie mehr. Aber ich sage jetzt mal, es ist halt schon so, der Polizeiberuf ist eher so ein bisschen eher konservativer Beruf vom Umfeld her. Und es bildet sich ein Wandel ab. Aber er ist relativ langsam. Luzern hat schweizweit betrachtet eher zu wenig als 12 Polizisten. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Kantonal gesehen hat die Luzerner Polizei, ich meinte so ungefähr 650, 648, wenn es mir recht ist, an Polizeidichte, also so viele Einwohner pro Polizistin und Polizist. Der Schweizer Durchschnitt ist bei gut 450, meinte ich. Und was interessant ist natürlich, die UNO geht vor, für ein demokratisches Land sollte man eine Polizeidichte von rund 333 anstreben. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, 333 zu Luzern bis 650 rund, ist natürlich ein riesen Gap. Da ist natürlich halt, erstmal müssen die Stellen gesprochen werden durch die Politik. Also dementsprechend müssen Gelder gesprochen werden. Dann muss man feige Leute finden, kompetente Leute. Und das beides ist natürlich relativ schwierig. Sie sind in Zofingen aufgewachsen, heimatortisch Reiden, Wohnort Wiken. Wo fühlen Sie sich als Luzerner und wo als Aargauer? Ja, das ist schon schwierig. Also ich sage jetzt mal, verwurzelt bin ich natürlich klar in Luzern. Wenn man anschaut, Heimatort Reiden, Wohnort Wiken. Ich arbeite in Luzern jetzt seit gleich 3 Jahren. Und trotzdem ist es so, in die Schule gegangen, aufgewachsen, die Lehre gemacht. Das war alles im Aargau gewesen. Also ich sage jetzt mal, die ersten 30 Lebensjahre, das hat mich eigentlich geprägt im Aargau. Aber ich sage jetzt mal, für mich war das nie so ganz absolut gewesen, die Kantonsgrenze, die Zofingen Wiken und dort ist eine, in dem Sinne der Kanton Aargau fertig und Kanton Luzern fortan. Aber ich fühle mich gleich mehr im Kanton Luzern daheim. Das tut mir meine, ja, ich sage es mal, das ist so ein bisschen wie die ganze Schweiz, die sich dort abbildet im Kanton Luzern. Zum einen die Stadt selber, so ein Ballungsgebiet, so ein bisschen urbane Ausrichtung. Dann aber gleich so mit dem See, mit den Bergen im Hintergrund. Und dann auf der anderen Seite ist Luzerner Hinterland, Willisau, Entlebuch. Das ist nochmal halt wirklich so ein bisschen das landwirtschaftliche, so ein bisschen das Hinterland, wo es in der Schweiz auch sehr viel gibt von dem her. Das ist so ein bisschen die optimale Kombination. Warum tun Sie eigentlich für die GLP politisieren? Das ist eigentlich seit eh und je eigentlich meine politische Heimat habe, gewissermaßen. Es ist einfach so meine Weltanschauung am ehesten, sage ich mal, abbilden. Die Kombination zwischen liberaler Gesellschafts- und Wirtschaftsthemen, das in Kombination mit nachhaltigem Umweltbewusstsein,
das ist für mich schlussendlich einfach der ja, richtige, progressive und zukunftsweisende Weg. Tiam Lüthoff, merci vielmals für das Gespräch. Merci Ihnen.